Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Eine weitere Folge LSPDFA auf meinem Kanal. Ralfinger-LP, die Polizeimod für GTA 5. Ihr seht im Hintergrund, wir haben mal wieder ein neues Fahrzeug und zwar ein Skoda. Und diesmal ein SUV. Wow, ist der da vorne gerade, habt ihr es gesehen? Das ist ganz schön schnell vorbeigerast. Ein sehr schönes Fahrzeug, der Karuk, so heißt er glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und vom Modell her auch wirklich sehr, sehr schön. Innen drin haben wir so ein bisschen Pixelbrei, dafür über Armaturenbrett einwandfrei und ja, der Innenraum, ich würde sagen, da müssen wir mal ein Auge zudrücken. Ansonsten von außen wieder gewohnt hohe Qualität der Textur. Leider mal wieder oben der Balken, irgendein Schrott aus den USA oder England, ich weiß es nicht. Aber mit den deutschen Balken, das ist noch ein bisschen schwierig, weil man gerade das 3D-Programm nicht zur Hand hat oder sich damit auskennt. Nichtsdestotrotz, warum rasen denn heute alle hier so? Guck mal, was ist denn hier los? Da ein gestohlenes Auto. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen Richtung Norden fahren hier. In die Berge, sage ich mal. Und mit dem Fahrzeug ein bisschen gucken, wie wir denn da durch die Gegend kommen. Ansonsten wünsche ich euch gute Unterhaltung. Kurzes Intro, Leute. Neues ist in Arbeit, ja. Dauert aber alles ein bisschen. Deswegen entspannt euch. Und dann fahren wir hier mit diesem Karuk. Gott, der schwimmt aber hier ein bisschen durch die Berge. Bis gleich. Ach natürlich, guck mal hier, was ist mit dir denn los hier? Vor uns auch ein sehr schönes Auto. Wer fährt denn da? Ein Volkswagen ist das, ne? Was ist das denn für ein Modell schon wieder? Ich kann es mir gar nicht merken, ich habe so viele Fahrzeuge. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt stehen wir hier beide an der Kreuzung und warten. Ah, guck mal. Oh shit, Officer down. Holy shit. Das ist kein guter Einsatz. Wow, wartet mal, seht ihr das auf der Karte? Diese ganzen Einsatzfahrzeuge hier. Ich wusste gar nicht, dass da so viele dazukommen zu diesem Callout. Sehr, sehr nice. So. Oh shit, der baut schon mal den ersten Unfall hier. Officer Down ist auf jeden Fall eine krasse Schießerei. Denke ich mal. Okay, wir sind gleich vor Ort. Was hier passiert. Waffe rausholen. Wir nehmen gleich mal die schwere Pistole in die Hand. Wo ist denn der Officer? Ist hier in der Garage, Jungs? Hier ist sicher. Wo ist denn der Officer? Riesen Polizeiaufgebot, aber ich sehe den Polizisten nicht. Leute, ich bin verwirrt. Wir haben alles, was die Polizei Los Santos aufzubieten hat und auch schöne... Oh, guck mal, der liegt am Boden. Ah, ich sehe das Opfer nicht. Und ihr hier so im Auto? Ihr habt nicht zufälligerweise was damit zu tun, Jungs, ne? Und Mädels. Der Typ da hinten, sag mal, geht's hier nicht? Was ist mit ihm da los, Alter, hier, sag mal. Was sagt ihr, haben Sie irgendwelche Probleme? Sie da, hey, kommen Sie mal, steigen Sie mal aus dem Auto, bitte. Kommen Sie mal raus hier. Was ist los mit Ihnen? Der Herr, ganz ehrlich? Junge Dame, schönen guten Tag. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles gut. Haben Sie irgendwas hier mit dem, wo ist er denn, mit meinem toten Kollegen zu tun? Können Sie sich irgendwie vorstellen, warum Sie angehalten haben? Sie haben sich ein bisschen komisch gehalten auf dem Rücksitz des Fahrzeugs. So. Die Kollegen hier. Ich guck nur gerade, was hier so alles los ist, aber irgendwie scheint so, als würden auch die NPCs nicht wissen, was sie tun sollen, ne? Wir haben die Person hier liegen. Ich rufe mal ein EMS. We have an ambulance call in West Vinewood. Und ich würde sagen, wir machen hier die Straße mal dicht, damit hier noch weitere Fahrzeuge dazukommen. Die Kollegen sind sich auch nur um rumschubsen. Oh, der hat eine schicke Brille auf, guck mal hier. Stylomat, ey. So, kommt denn der Krankenwagen jetzt? Ich fahre mein Auto ein bisschen auf die Seite. Wobei, ich stehe schon ganz gut. Muss mich jetzt auch mal hier kurz um diese Person da kümmern. Ein riesen Stau haben wir auch schon verursacht hier. Aber gut, der Krankenwagen ist schon mal da. Ich glaube, ich würde ihn einfach mal eine Verwarnung geben. Sollen jetzt mal weiterfahren, bitte. Nein, guck mal, ich schaue nur kurz hier rein ins Auto. Jo, sieht alles gut aus. So, kriegen wir eine Verwarnung. Steigen Sie bitte wieder ein, fahren Sie weiter, ja. Sie können auch zu Fuß weitergehen. Ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber sie kriegen alle eine Verwarnung, ich mache mal hier die Tür auf, genau. Schauen wir mal so, ich bin so ein neues Hobby, hinter Türen angucken. So, Sie müssen mal bitte weitergehen jetzt hier, hat sich alles erledigt. Bitte Sie auch hier, gehen Sie mal auf die... Warum mache ich immer die Tür auf, wenn ich E drücke, verdammt?
Ich will doch den Leuten nur sagen, dass sie weitergehen sollen. Ich über die Tür von dem BMW hier. So, und die können jetzt hier mal durchfahren, bitte. Fahren sie weiter. So. Verkehr wieder freigeben. Und, ich glaube, der Rettungswagen hat das nicht so ganz hingekriegt, aber die Kollegen sind vor Ort. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter. Schade. Schade drum. Erster Einsatz. Ich wüsste auch nicht, vielleicht weiß ja einer von euch, wie es mit dem Einsatz hier weitergeht. Ich weiß es nicht. Muss ich hier investigativ irgendwas machen? I don't know. Nun gut. Ansonsten gibt es auf meinem Kanal zurzeit ja auch viele LSAD-Folgen. LSAD steht übrigens für Los Santos Rescue Division. Und Los Santos Rescue Division ist hauptsächlich ein Feuerwehrmod von einem Entwickler, dem Phoenix. Und spiele ich gerade ziemlich exklusiv von meinem Kanal. Felix Gaming hat es auch noch nicht auch. Ich glaube, ja, auch ein schöner Versprecher. Ich glaube auch, wie hieß der nochmal? Mafuyu, glaube ich. Hat den auch mal gespielt, den Mod. Aber ich glaube, dieser Kanal ist tot. Ganz ehrlich. Grüße gehen raus. Ich hoffe, deinem Kanal geht es weiterhin gut. Aber das Video kam nicht so gut bei ihm an. Da habe ich ja bessere Aufrufzahlen. Und mich freut es auf jeden Fall, dass es euch gefällt da draußen. Ja, dass ihr Fans dieser Mod seid bei mir auf dem Kanal. Was ist denn hier mit ihm los, Alter? Kaputtes Auto. In die Anfahrt reingefahren. Hallo? Nope. Den prüfen wir mal. Das gefällt mir nicht. Der fährt auch weiter, wenn ich die Sirene anmache. So, ich fahre ja auch mal rein. Der muss mal anhalten da vorne. Das ist mir sehr ver... Oh! Kann bitte anhalten. Guck mal, dem ist auch der Reifen kaputt gegangen vorne. So. Achso, das Fahrzeug will ich jetzt aber nicht überprüfen. So, was haben wir denn da von Kennzeichen? 80 KVW 688. Machen wir doch mal. 80 KVW 688. 80 KVW 688. Gehört San Misa und gehört Alfred Johnson. Alfred? Alfred? Ja, ne? So. Units report ah. A suspect natürlich. Milton Road. Sein Ernst? wir sagen, wir holen mal Spaß in der Straßensperre. Dispatched, we have any units able to position a roadblock over? Be advised, we have deployed roadblocks. Das ist eine heiße Verfolgungsjagd, Leute. Wir brauchen unbedingt eine Straßensperre. Ich komme da sonst nicht klar. Oh, aber jetzt gibt er schon wieder ein bisschen Gas. So. Hätte ich nicht gedacht. So, ich hole mir noch Unterstützung von dem State Patrol. Die müssen in die Ecke sein. Oh, oh. Ein Zivilist hat ihn geblockt. Ich glaube, die Verfolgungsjagd ist jetzt schon... Oh, Rückwärtsgang, Vorsicht, Vorsicht. Muss nicht gegen mein Auto fahren. Schau, dass du wieder vorwärts fährst, du Penner. Oh ja, guck mal hier. Komm, Motorradfahrer angerannt. Oh, aber guck mal, der hat die coole neue Weste. Guck mal, seht ihr das? Ah, Neuland, mein Freund. Guck mal hier. Schickes Motorrad mit der schicken Weste so. Die ist nämlich neu, meine Freunde. Neue Weste. Geile Brille. Und krass, ne? Wie ist sein Handgelenk hier. Aber gut. Das Motorrad sieht auch schön aus. Eigentlich ein sehr geiles Motorrad. Sollte ich auch mal benutzen, oder? Aber das ist halt die neue Weste. Naja, gut. Jetzt habt ihr es auch gesehen. Ah ja, wir haben ja hier eine harte Verfolgungszeit am Start. Die Kollegen da drüben denken sich auch so, jupp. Kollege Kneifinger ist wieder unterwegs. Verfolgungsjagd. Läuft bei ihm. Gucken. Komm, hallo. Ich bin's. Kneifinger. Guck ihr ihn an, guck ihn an, dann denkst du so, oh nein, dieser Knallfinger immer. Aber hier, er gibt Vollgas, guck mal, er ist voll im Rage-Mode. Gucken, was jetzt der Kopf da vor mir macht. Oh, aha, da mischt er, ah, was ist denn mit ihm denn los, da? Mischt er sich einfach ein und so vor mir ist. So, der Motorradfahrer ist aber noch, hat keinen Helm an, ne, sehe ich gerade. Skandal. Aufpassen, dass ich ihn vom Moped runterschubst. Ah, oh, Roadblock wurde aufgebaut, sehr gut. Sollte ich nicht weiterkommen da vorne. Kommt ihn nach rechts ab, das ist der Roadblock. Ah, schade Jungs, schade. War ne gut. Was zur Hölle? Jungs, was denn da? Was hat denn hier passiert? Ist das hier eine Frau? Ja, ne? Oh, guck mal, wie böse sie guckt. Aber das mit dem Aufstellen hier, ne? Das üben wir nochmal. Irgendwie, glaube ich, hat die das nicht so ganz geschnallt.
Und er hier drüben, er schießt auch erstmal fröhlich hier freie Sicht auf die A-Säule. Logisch. Naja. Das sind alles neue Kollegen. Die müssen sich hier erstmal eingewöhnen. Ja? So, was mache ich denn jetzt mit dem? Ich fahre jetzt mal vor dem. Dass ich den vielleicht mal blockieren kann. Oh nein! Oh, unser Motorradfahrer, Kollege. Jetzt schießt er, pass auf, und? Nee, gar nicht. Was macht er? Warum schießt er denn nicht? Ich habe gedacht, sobald er... Ja, super. Sobald er hier irgendwie mal angefahren wird. So, was nehmen wir denn? Taser. So, Vorsicht bitte. Der Herr. Ja, den habe ich ganz genau gesehen. Bitte mal raus aus dem Auto jetzt hier. Und da auf dem Boden mit ihm. Guck mal, keine Chance hier. Keine Chance. Runter habe ich gesagt auf dem Boden. Ganz ruhig. Schön langsam auf die Knie. Vielen Dank. Danke für Ihre Kooperation. Unglaublich, oder? Manche Leute immer einbilden, ey. Ganz ehrlich, warum ich das bestimmt gestohlenes... Na, wobei, ist ein gestohlenes Auto, ich weiß es nicht. Aber bitte auf die Knie, dann meine Kollegen werden Sie gleich abholen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Einen schönen Tag und die Norwegen. Schon ein bisschen verrückt, oder? Oh! Mein Auto hat ganz schön auf den Sack bekommen da hinten, seht ihr das? Mal kurz hier schnell den Reparaturservice reinschmeißen. Assistance required. Target vehicle license plate 2-3-0-Lincoln-Frank-6-5-7. Oh, was haben wir denn hier? Oh! Habt ihr es gesehen? Oh nein! Hab ich gerade die Spike Stripes, ja, die habe ich wahrscheinlich gerade requested. Das ist ein Plugin, was ich noch nicht im Griff habe. Ich glaube, wir haben jetzt mal hier locker flockig, ich glaube, von der jungen Dame hier die Reifen kaputt gemacht. Oder? Sieht eigentlich ganz geil aus hier, die Straßensperre. Auch hier ist eigentlich gut positioniert alles, ne? Aber ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, Jungs. Ich glaube, wir sind durch mit der Verfolgung. Ja, danke. Aber könnt ihr aufräumen. Hat sich soweit erstmal erledigt. So, was haben wir denn jetzt schon wieder? Was? Eine Disruptive Crowd? Ist das hier oder das hier mein Einsatz? Oder das ist mein Einsatz, ne? Das gelbe Ding. Okay, nochmal im Kreis fahren. Oh, einmal wenden bitte. Was ist Disruptive Crowd? Muss ich selber nochmal ganz kurz gucken. Info. Benachrichtigung. Disruptive... Okay, sehen wir, wenn wir gleich vor Ort sind. Also Crowd ist auf jeden Fall eine Versammlung von Menschen. So eine Art... Ich meine, die Crowd wird auch auf Englisch genannt, wenn, wenn man auf einem Konzert ist, sind die Zuschauer die Crowd. Ah ja, okay. I got it. Die sind einfach mal hier und machen fette Party auf der Straße. Das ist jetzt vielleicht nicht so optimal. So, hallo, Sie da alle. Wir müssen ein bisschen Unterstützung hier rufen, ja. Attention all units. Assistance needed on so, bitte einmal hier... Hallo, verlassen Sie mal die Straße. Was ist das für ein Happening hier mitten? Das geht nicht. Gehen Sie mal da runter hier von der Straße. Da muss ich mal der Anführerin erstmal einen auf die Glocke hauen. Hier. So, einmal bitte hier runter von der Straße. Runter von der Straße bitte, sonst muss ich ihn alle auf die Fresse hauen. Ne? Oh, guck mal hier. Das ist smart. Den gibt's ja auch noch. Ganz ruhig, Kollegen. Guck mal, hier so eine Warnliste an. Schön. Sie bitte auch runter von der Straße, sonst muss ich alle boxen. Denken Sie dran, gucken Sie mal hier. Hallo. Runter, ja. Ja, ist immer so. Guck mal, ein bisschen Gewalt muss halt manchmal auch sein, Leute. Ja, jetzt seht ihr schon. Das tut mir leid, dass die... Aber die Anführerin, ihr wisst schon, wie das so ist, ne? Haut mal den Leithammel weg, ist auch der Rest von der Gruppe ein bisschen entspannter. Ja, aber cool. Auf jeden Fall. Schön viele Autos gesehen, neues Modell gesehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Eine weitere Folge LSPDFA neigt sich dem Ende. Wenn ihr denn noch Lust habt, weitere Folgen zu gucken, bleibt vielleicht ein bisschen da. Über Ostern wird es auf jeden Fall auch viele Folgen geben. Wenn ihr spezielle Wünsche habt für weitere Folgen oder ihr sagt, Alf, ich habe da eine Idee oder das habe ich mal bei dem und dem gesehen, macht das doch auch mal. Mache ich gerne. Schreibt es mir in die Kommentare. Eure Wünsche sind mir auf jeden Fall willkommen. Ganz besonders, wenn es um Ideen geht, was man so in LSPDFA alles machen kann. Deswegen schaut, haut in die Tasten oder auf die, haut nicht auf euer Handy, nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Danke fürs Zugucken. Schaut auch mal in die Endcard, da habe ich zwei weitere Videos verlinkt. Vielleicht gefallen sie euch ja. Und das war die Folge mit dem Skoda. Wie hieß der nochmal? Karuk. Schönes Ding. Aber ich bin gar nicht in die Berge gefahren. Ja, eigentlich wollte ich ja... Mach mal ein anderes Mal. Ich gehe jetzt hier erstmal... Ich parke jetzt hier erstmal und gehe dann erstmal shoppen. Na, wünsche eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Reingucken. Reif ist draußen, da kaufen Sie jetzt neue Schuhe. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.